It's me, Unicorn. Ich möchte einen Blüschlicker herstellen. Dafür habe ich mir die Basis geholt über eBay Kleinanzeigen. Hier ist es. Es ist ein süßes Faultier. Und ich habe mich deswegen für ein Faultier entschieden, weil das Faultier eben solche Krallen hat wie der Licker. Ich weiß, der Licker hat eigentlich 5 Krallen, an den Händen 5 und an den Füßen 3. Ich werde jetzt aber nicht weitere 2 an den Händen hinbasteln, sondern es wird jetzt einfach so bleiben, wie es ist. Es soll ja auch ein bisschen niedlich aussehen. Und es wäre dann halt einfach so ein Licker, den ich dann immer im Hintergrund setzen kann oder auf Conventions mitnehmen kann. Ich möchte in diesem Video auf jeden Fall ein Hirn für ihn basteln. Diese Gehirnwindungen, die wollen wir natürlich irgendwie hier hinbekommen. Da brauchen wir dann nochmal ein Stück Foam, um einfach diese Windungen dann halt drauf zu machen. Aber das ist dann ein späterer Step. Ich vermute, wir werden auch die Heatgun benötigen, um eben auch diese Form zu bekommen. So, während ich jetzt hier so überlegte und eigentlich auch schon den Kopfumfang von ihm so circa ausgeschnitten habe in Form für den Schaumstoff und dann festgestellt habe, okay, dafür bräuchte ich jetzt die Heatgun und dann würde das wahrscheinlich auch noch nicht mehr richtig passen, kam ich doch auf die Idee, einen Strumpf zu nehmen. Ich ziehe es mir jetzt mal über die Birne. So, haben wir immer noch ein bisschen das zu länger, aber dann ziehen wir es halt hinten ein bisschen länger. Dann ist das wie so eine kleine süße Kapuze, ne? Dann habe ich jetzt das mal so drüber. Man sieht natürlich jetzt noch durch und dies und das. So, ein paar Versuche später. Ich habe jetzt alle meine Pistolen hier geholt. Die Heatgun, die Glue-Gun. Habe mehrere Versuche von Gehirnen gehackt mit Foam. Habe es nicht hinbekommen. Das ist zwar schon noch eine ganz coole Idee mit dem Strumpf, aber irgendwie auch nicht das Beste. Jetzt kam mein Mann auf die Idee mit dem Filz. Schmeiß mal bitte Filz her. Und zwar Filz. Filz wird wahrscheinlich tatsächlich am allerbesten passen. Ich habe da jetzt halt nur Rot. Das Rot würde sich ebenfalls für die Zunge eignen. Und dann müssen wir halt schauen, ob wir vielleicht für das Gehirn, da wir eigentlich eine Rosa bräuchten, aber eine Rosa haben wir natürlich jetzt nicht, dass wir da vielleicht Orange und Rot so ein bisschen kombinieren, dann würde das auch ein bisschen diesem Hund hier ähnlich sehen. So, jetzt machen wir den letzten Versuch mit dem Filz und wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht mehr. So Leute, ich melde mich ganz kurz zurück. Wir haben jetzt einen Weg gefunden, dass wir jetzt mal dieses Gehirn bzw. die Grundfarbe des Hirns mal haben. Und zwar habe ich dafür eine Kuschelsocke von mir verschnitten und vorne die Zehenpartie dafür genutzt und das jetzt übergestülpt. Das wird dann jetzt festgenäht. So, hier bin ich wieder. Wie ihr seht, der Licker oder das vorherige Faultier sieht jetzt schon aus wie ein Licker. Ich habe es vorhin ja schon mal ganz kurz erklärt, dass ich eine Socke genommen habe. Hier ist so eine Socke, so eine Plüschsocke. Das ist abgeschnitten da unten, wo eigentlich die Zehen drin wären. Und habe das dem über die Birne gezogen. Und dann noch mit Watte gearbeitet und habe 2 so Bobbeln Watte noch rein oben, dass wir diese 2 Gehirnhälften einfach noch betonen können. Das sieht dann jetzt ein bisschen aus wie ein Popo. Während das alles getrocknet ist, habe ich mich mal versucht, den Mund und die Zunge zu machen vom Licker. Ich habe dafür ganz einfach Schaumgummi genommen. So einen ganz normalen, ganz, ganz dünnen, sehr, sehr dünnen, den sogar Kinder schneiden können und für die Zunge einfach nur Vlies. Das gibt es oft in so Bastelgeschäften und ja, da habe ich mir eine ganz dünne Zunge eben im Verhältnis zu seiner Größe rausgeschnitten und habe das alles hinten genäht. Also erst geklebt, dann genäht und ich habe diese Zunge so rum hingenäht, dass sie, wenn sie dann so rumliegt, so absteht. Ne? Das ist jetzt hier so ein Trick, dass das so richtig schön absteht und dass man es auch nicht so sieht, dass sie da hingenäht wurde. Also das zudem. Jetzt wird der Mund hier quasi draufgeklebt mit meinem Lieblingswerkzeug, der Heißklebepistole. Ich weiß noch nicht, wie es am Ende aussieht und wie ihr seht, ich habe ja heute mehrere Optionen gehabt und habe mich jetzt tatsächlich für die Socke entschieden. Und für Moosgummi als Mund. Hätte ich jetzt heute Morgen auch nicht gedacht, dass es letzten Endes doch noch so einfach ausgeht.
hier ist es. Unser Licker ist geboren. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Gehirnbindungen. Ich möchte noch das Gehirn ein bisschen deutlicher herausarbeiten. Und jetzt, liebe Community, fehlt nur noch eins. Und zwar einen Namen für unseren kleinen süßen Unicorn-Licker. Schreibt mir doch gerne eure Vorschläge in die Kommentare rein. Derjenige, der den geilsten Namen ausgewählt hat und der es auch wird, da überlege ich mir, ob der nicht eine kleine Überraschung von mir zugeschickt bekommt. Ich hoffe, euch hat das Video wieder mal inspiriert und gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein paar Daumen nach oben. Kann ich das so machen? So, Daumen nach oben, ja? Ja! Kurzer Nachtrag, Leute. Unser Licker ist nun wirklich fertig. Wir haben nun die Gehirnbindungen hingemacht. Ich hatte ja gesagt, dass ich die unbedingt noch machen möchte, sodass es einfach ein bisschen mehr nach Hirn aussieht. Das ist jetzt aus Moosgummi gemacht worden, ausgeschnitten, mit Heißklebepistole draufgeklebt. Und so kann man schön die unterschiedlichen Gehirnhälften eben erkennen. Auf der Rückseite habe ich das Rückgrat noch aus Moosgummi hergestellt, sowie die beiden Schulterplatten, die unser Original natürlich auch hat. Somit ist er jetzt tatsächlich endlich fertig und tauglich für Fotos, für ein Background oder für unsere Conventions, wenn denn mal welche stattfinden. Das wollte ich jetzt einfach hier nur noch ganz kurz ergänzen, dass ihr wisst, wie der jetzt aussieht. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und ich hoffe, dass euch der Licker gefällt. Ihr wisst ja, wir suchen einen Namen für diesen kleinen Wicht, der uns in Zukunft immer begleiten wird. Für die, die es nicht wissen, ich mache ja momentan noch einen Life-Size-Licker. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich werde hier oben mal die Videos verlinken. Es wird nächste Woche endlich weitergehen. Da werden wir unseren Licker mit Draht ausstopfen, sodass er endlich stehen wird. Und das ist unsere Plüsch-Licker-Variante. Vergesst nicht, in die Kommentare einen Namensvorschlag zu schreiben, denn dieser Kleine braucht unbedingt einen Namen. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder auf Instagram, Facebook und auf Twitch. Und in diesem Sinne, Leute, macht's gut and don't forget, be unique.